Auf der IFA 2015 hat Huawei ihr neues Flaggschiff, das Huawei Mate S, vorgestellt. Und wie es sich so in meinem Test geschlagen hat und ob ich es euch empfehlen kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Wie immer werfen wir als erstes einen Blick auf das Design, welches mich bei diesem Gerät echt überzeugen konnte. Das komplette Gehäuse wurde aus gebürstetem Aluminium gefertigt und macht einen super Eindruck. Die Verarbeitung ist auch grandios, so kann man das Gerät hin und her biegen, ohne dass es sich verbiegt oder knarzt. An der rechten Seite befindet sich der Power-Button, welcher für meinen Geschmack echt gut positioniert ist. Darüber dann noch die Lautstärke-Wippe, die Knöpfe wackeln nicht und auch der Druckpunkt hat mich echt überzeugt. Auf der Oberseite ist dann ein Mikrofon sowie der Kopfhöreranschluss verbaut, welchen ich jedoch lieber an der Unterseite der Geräte sehe. Dort ist aber kein Platz, weil sich dort der Micro-USB-Anschluss befindet, mit welchem man dank Fast Charging das Mate in nur 10 Minuten so weit aufladen kann, dass man es weitere 2 Stunden benutzen kann. Daneben ist dann noch ein weiteres Mikrofon sowie der Lautsprecher. Dieser ist leider nur Mono, aber er kann echt laut werden und selbst wenn man ihn mal voll aufdreht, hört es sich noch akzeptabel an. Klar, gegen einen One M9 kommt dieser nicht an, aber es gibt auch deutlich schlechtere Geräte. Auf der linken Seite ist dann noch der SIM-Karten-Slot, welchen man entweder mit 2 Nano-SIM-Karten vollstopfen kann oder wahlweise auch mit einer Micro-SD-Karte, um den Speicher um bis zu 128 GB zu erweitern. Die Vorderseite wird von einem großen 5,5 Zoll 1080p Display geziert. Dank der Auflösung hat man hier knackig scharfe 401 ppi, welche zwar dank der AMOLED-Technologie nicht ganz so scharf wirken, aber dafür hat das Display auch einige andere Vorteile. Dank der AMOLED-Technologie sind die Schwarzwerte nämlich perfekt und selbst von den Weißwerten, welche bei solch einem Display eigentlich nicht so gut sind, war ich positiv überrascht. Klar, gegen ein iPhone 6 Display kommt der Weißwert auf keinen Fall an, aber dafür kann man das Display in den Einstellungen auch selbst kalibrieren. Über dem Display ist die Ohrmuschel, der Annäherungssensor, die Kamera und ein Blitz, damit man in dunkler Umgebung auch schöne Selfies machen kann. Die Kameras in dem Mate sind auch nicht von schlechten Eltern, denn für Selfies stehen ganze 8 Megapixel zur Verfügung. Dadurch sind die Bilder natürlich gestochen scharf und auch der Dynamikumfang konnte mich hier überzeugen. Auf der Rückseite befindet sich eine 13 Megapixel Kamera, welche eine Blende von f2.0 besitzt. Dadurch kann man in Bildern auch ein schönes Bokeh erhalten und in dunklen Lichtsituationen sollte man auch noch einigermaßen brauchbare Bilder hinbekommen. Außerdem besitzt die Kamera auch eine optische Bildstabilisierung, wodurch auch schöne Videoaufnahmen aus der Hand gelingen sollten. Trotz 13 Megapixel kann man leider keine 4K Videos aufnehmen, weswegen man sich leider mit 1080p zufrieden geben muss. Insgesamt liefern beide Kameras eine solide Performance ab, auch wenn sie leider nicht mit anderen Flaggschiffen der Konkurrenz mithalten können. Versteht mich nicht falsch, die Kameras sind auf keinen Fall schlecht, aber andere Geräte haben zum Teil bessere verbaut. Neben der Kamera ist dann noch ein Blitz, welcher eine Doppel-LED besitzt. Die eine macht ein sehr kühles Licht und die andere ein sehr warmes. Wenn man ein Foto machen möchte, wird von der Kamera genau berechnet, wie die LEDs aufeinander abgestimmt werden müssen, damit der Blitz das Bild nicht zerstört. Dafür kann man die Bilder oder auch andere Inhalte auf dem 5,5 Zoll Display genießen, welches mit kräftigen Farben und guten Schwarz- und Weißwerten überzeugen konnte. Die Blickwinkel sind auch gut, aber eben nicht perfekt. Sobald man zu stark von der Seite auf das Display schaut, sieht man einen Regenbogeneffekt, aber das ist bei einem AMOLED-Display normal. Geschützt wird das Display von Gorilla Glass 4, welches besonders kratzfest sein soll. Beim Dreh für dieses Video habe ich jedoch einen kleinen Kratzer in das Display hineinbekommen, aber da bin ich auch selber schuld. Das Glas ist ein sogenanntes 2,5D-Glas. Das bedeutet, dass die Kanten so abgeschliffen sind, dass es sich beim Streichen über diese viel angenehmer anfühlt. Besonders lieben gelernt habe ich an dem Mate jedoch den Fingerabdrucksensor, welcher sich auf der Rückseite unter der Kamera befindet. Dieser funktioniert einfach grandios. Sobald man den Finger auf den Sensor legt, wird das Gerät mit einer so minimalen Verzögerung entsperrt, dass ich keinen Unterschied in der Geschwindigkeit vom Powerbutton zum Sensor feststellen konnte. In 8 von 10 Fällen funktioniert der Sensor auch direkt beim ersten Versuch. Außerdem kann man diesen in der Galerie-App zum Beispiel als Touchpad benutzen, um durch die Fotos zu navigieren. Außerdem kann man mit einem Swipe nach unten die Mitteilungszentrale aufrufen. Diese Gesten funktionieren auch wirklich gut, auch wenn ich sie im Alltag nicht so
oft benutze. Angetrieben wird das Mate S von einem hauseigenen HiSilicon Kirin 935, welcher auch ordentliche Ergebnisse erzielt. Im Geekbench 3 Benchmark habe ich immer ein Ergebnis von knapp 4000 Punkten im Multicore erhalten und das ist alles andere als schlecht. Das spiegelt sich auch in der alltäglichen Performance wieder, denn Ruckler treten hier sehr selten auf. Mitverantwortlich sind dafür aber bestimmt auch die 3 GB RAM, wodurch die Apps auch im Hintergrund ohne Probleme weiterlaufen können. Wärme entwickelt die Hardware so gut wie nie, wodurch das Gerät angenehm kühl bleibt. Mit 2700 mAh ist der Akku nicht besonders groß, aber über einen Tag bin ich ohne Probleme gekommen. In meiner Testzeit habe ich immer eine Screen-On-Zeit zwischen 3 und 4 Stunden hinbekommen, wobei zu beachten ist, dass ich das Display immer auf maximaler Helligkeit genutzt habe. Die Emotion UI, welche über Android 5.1 gelegt wurde, erinnert an vielen Punkten sehr an iOS, wobei ich das nicht negativ ansehe, denn dadurch ist das System sehr einfach zu verstehen. Ihr merkt es schon, ich bin von dem Gerät ziemlich begeistert. Leider ist das Smartphone nicht perfekt, aber kein Smartphone ist perfekt und deswegen kann ich es euch trotzdem auf jeden Fall empfehlen. Laut Huawei kommt das Gerät Ende September zu einer UVP von 649 Euro in den deutschen Handel. Und wenn ihr das Gerät jetzt schon vorbestellen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, denn dort habe ich natürlich einen Link reingepackt. Und dort könnt ihr das Gerät dann vorbestellen oder wenn es schon released wurde, dann natürlich auch direkt kaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos von meinem Kanal mehr verpassen möchtet, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder vorbei. Bis dann. Ciao.